Montagmorgen, die Sonne scheint noch, ist Gewitterwarnung angesagt. Wir fahren jetzt Richtung Pisa über Genua, aber müssen erstmal an Mailand vorbei. Dann bis später. Ja, also so kann ich wirklich nicht arbeiten hier hinten. Ne? Oh, ja. Ja, wir sehen das erste Mal das Mittelmeer. Jetzt fängt das Ganze schon wieder an hier. Ist weit eng, ne? Und wer fährt? Ja. Hauptsache, wir stehen. Ja, das erste Mal das Meer. Da hinten ist Genua. Ja, der Zug. Da fährt der Zug durch die Häuser. Und da geht die Tina. Ja, wir fahren die Küstenstraße entlang und suchen natürlich wieder was zu essen für Gregor. Naja, ich glaube, wir fahren gleich wieder auf der Autobahn. Herrlich, 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 herrlich. Martina wäre beinahe da runtergefahren. Ja. Da stehen wir gut. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Irgendwas dahin. So, was haben wir eigentlich heute? Montag, 10 vor 5. Wir sind in Pisa angekommen, aber das Wetter ist jetzt nicht mehr mit uns. Und wir sind jetzt einmal durch die Stadt gefahren und fahren jetzt und suchen einen Stellplatz am Hafen. Und es schüttet aus Eimern. So, wir haben den Stellplatz in Pisa erreicht. Wir stehen direkt mit Blick aufs Mittelmeer. Jo, da wird's gut. Tina, ich geh mal eine rauchen. Ja. Ja. Es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen. Kein Schirm dabei. Da steht der Joda. Naja, sieht eigentlich von außen ganz nett aus, ne? Nur immer, wenn man dahinter guckt. Ne? Wir gehen einfach wieder zurück. Ne? Es regnet einfach zu viel. Immer eher. Ja, schönen guten Morgen. Dienstag, der 21. Mai. Wir sind immer noch in Pisa. Es hat die ganze Nacht geregnet und jetzt scheint die Sonne. Wir haben Punkt 9 Uhr. Wir verlassen den Stellplatz in Pisa und fahren jetzt Richtung La Roma. Biegen Sie links ab. Und es regnet immer noch. Ja, noch 100 Kilometer bis Rom. Wir machen einen kleinen Stopp. Gucken, was es hier zu essen gibt. Jetzt mal erstmal Auto putzen, guck mal, wie der aussieht. Mhm. Village Flaminio Camping, da hättest du reinfahren müssen, ne? So, zweiter Anlauf, wir waren einkaufen. Ja, hier bist du auch rechts überholt, da musst du aufpassen. Wir sind angekommen. Neu berechnen, drehen Sie, wenn möglich, um. Village Flaminio. Flaminio. Da ist das Waschhaus. Und hier haben wir ein schönes Plätzchen in der Ecke gefunden. Ich glaube, die Tina ist auch zufrieden. Platz 283. Unser Platz 258 war besetzt. Und Tina, bist du zufrieden mit dem Platz? Ja, der ist okay. Ist okay. Ja. Das sieht ja ganz nett aus. Hallo Tina. Frau bei der Arbeit.